Haben Sie sich schon mal überlegt, wenn Sie eine Immobilienfinanzierung haben und Ihnen stößt was zu, wie das dann mit den Schulden ist im Hinblick auf Ihre Kinder? Also wenn das ein Thema ist, dass Sie die Frage umtreibt, ob Kinder auch Schulden erben können, dann sollte sich dieses Video anschauen, denn genau darum geht es heute. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal nachlassbayern.de. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen, ich bin Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter. Und auf diesem Kanal geht es ums Erbrecht. Mir geht es einfach darum, ein bisschen das Wissen in der breiten Bevölkerung über Erbrecht zu erhöhen. Und ich freue mich immer, wenn Zuschauer von diesem YouTube-Kanal auch Fragen in der Kommentarfunktion stellen unter den Videos. Aber bitte jetzt keine Einzelberatung da anfordern. Ich mache keine Rechtsberatung. Ich bin zwar Jurist, aber kein Anwalt. Rechtsberatung dürfen nur Anwälte machen. Aber allgemein über rechtliche Fragen informieren, das darf ich auch. Da hat vor ein paar Wochen jemand geschrieben, das hat mich auch sehr umgetrieben. Folgende Situation, ich lese das mal vor. Eheleute mit kleinen Kindern kaufen eine Immobilie auf Kredit. Kein Ehevertrag, kein Testament. Die Immobilie wurde gerade gekauft, hohe Schulden, kaum getilgt. Angenommen, es geschieht, dass ein Ehepartner stirbt. Die kleinen Kinder und das andere Elternteil werden zu Erben. Nun die Frage: Wie wird die Immobilie mit dem Kredit verrechnet? Denn die Schulden inklusive Kreditraten übersteigen noch den Wert der Immobilie. Heißt es, die Kinder erben auch einen Teil des Kredits, den sie nicht tilgen können, oder erben sie nur einen Teil der Immobilie, dessen Kredit von dem lebenden Elternteil weitergetilgt wird? Wie ist es, wenn das lebende Elternteil die Immobilie verkaufen will oder muss und die Kinder noch minderjährig sind? Ist das überhaupt möglich? Was muss man dabei beachten bzw. tun? Wenn die Immobilie zum Beispiel nach 20 Jahren von dem lebenden Elternteil vollständig getilgt wurde, gehört ein Viertel davon den Kindern? Also eine Menge Fragen, die durchaus berechtigt sind. Ich fange mal mit dem Anfang an. Eine solche Situation sollte gar nicht eintreten. Wenn Sie eine Immobilienfinanzierung aufnehmen als junge Familie und sich verschulden, dann stellt die deutsche Versicherungswirtschaft ein Produkt bereit, das heißt Risikolebensversicherung. Machen Sie um Gottes Willen eine Risikolebensversicherung, die kosten Appel und Ei. Und Sie lösen damit genau das Problem. Wenn einer von beiden verstirbt, wird durch die Leistung aus der Risikolebensversicherung das Darlehen getilgt und die Witwe oder der Witwer mit den Halbwaisen lebt dann im schuldenfreien Eigenheim. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist nicht gemacht worden. Sie haben auch meine anderen Videos nicht gesehen, weil da rede ich immer davon, Sie sollten unbedingt ein Testament machen. Ja, das ist das nächste Thema, ist ja auch nicht gemacht worden. Also wir haben keine Risikolebensversicherung, kein Testament, gesetzliche Erbfolge. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, da kann ich immer wieder nur auf die Gesamtrechtsnachfolge hinweisen, 1920 BGB. Was heißt Gesamtrechtsnachfolge? Das ist vielen Menschen nicht bewusst und auch er hier hat verquere Vorstellungen, Teil der Immobilie, der finanziert und so weiter. Nein, es geht alles in einen Topf. Gesamtrechtsnachfolge heißt, in die Position, die der Verstorbene hinterlassen hat, treten seine Erben. Das heißt, das Eigentum an der Immobilie, aber natürlich auch die Verbindlichkeiten gegenüber der finanzierenden Bank. Spielen wir es jetzt mal realistisch durch. Häufig ist es ja so, dass der Regelfall, wenn ein junges Ehepaar ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, dann werden sie gemeinsam Eigentümer. Das heißt, Hans und Frieda stehen zu je ein Halb im Grundbuch. Wenn jetzt Hans verstirbt, häufig ist es der Ehemann, der Hauptverdiener, der vielleicht auf der Autobahn ums Leben kommt, dann hinterlässt er keine ganze Immobilie, sondern nur eine halbe. Aber er hinterlässt natürlich auch noch einen halben Kredit, weil den Kredit haben die Eheleute ja auch gemeinsam aufgenommen. Jetzt gehört der länger lebenden Ehefrau, der Witwe, drei Viertel der Immobilie, also die eine Hälfte, die sie schon hatte zu Lebzeiten, plus die Hälfte von der anderen Hälfte, ein Viertel, das sie geerbt hat. Und ein Viertel, das schreibt der Fragesteller ja ganz richtig, gehört den Kindern. Wenn wir jetzt zwei Kinder haben, pro Kind ein Achtel. So weit, so gut. Aber was mit dem Kredit? Ja, natürlich wird der auch vererbt. Und jedes Kind hat ein Achtel an dem noch offenen Kredit abzuzahlen. Jetzt sind die Kinder 3 und 5, gehen in die Kita und den Kindergarten. Wie sollen die das machen?
Es ist eine ganz schwierige Situation. Eventuell wird sich die Bank bereit erklären, mit der Finanzierung irgendwie entgegenzukommen, vielleicht die Tilgung zu strecken, sodass die Rate runterkommt. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was die Mutter für ein Einkommen erzielt. Gibt es ja vielleicht auch noch Witwenrente und Halbwaisenrente, aber ob die Finanzierung überhaupt gestemmt werden kann oder nicht, steht erst einmal, ist erst einmal eine große Frage. Jetzt muss im schlimmsten Fall vielleicht tatsächlich die Immobilie veräußert werden. Dann wird sich ein Ergänzungspfleger die Sache anschauen. Warum? Sie vertreten ihre Kinder im Rechtsverkehr als gesetzlicher Vertreter. Eltern sind gesetzliche Vertreter ihrer Kinder bis zur Volljährigkeit, also bis zum 18. Lebensjahr. Aber manche Rechtsgeschäfte, also wenn Sie für Ihr Kind ein Kaugummi kaufen oder ein Spielzeugauto oder so, dann vertreten Sie das Kind, klar. Aber manche Rechtsgeschäfte, da dürfen Sie Ihr Kind nicht vertreten. Und dazu gehören zum Beispiel Grundstücksgeschäfte. Das heißt, Sie müssen dann zum Gericht und es wird ein Ergänzungspfleger bestellt, das ist ein Rechtsanwalt, der sich die Sache dann aus dem Blickwinkel der Kinder anschaut. Der soll also das Kindeswohl im Auge haben. Und wenn der dann natürlich auch erkennt, ja, es geht ja gar nicht, die Mutter mit ihrem teilzeitbeschäftigten Einkommen plus ein bisschen Witwenrente und Halbwaisenrente und Kindergeld, die kann die Finanzierung einfach gar nicht stemmen, dann wird er auch die Zustimmung geben, dass die Immobilie verkauft wird. Hoffentlich wird es nicht so sein, wie der Fragesteller schreibt, dass der Wert der Immobilie geringer ist als die Schulden. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich lebe immer noch in der Welt, dass wenn man eine Immobilienfinanzierung macht, die Bank sagt, ja, aber ein bisschen Eigenkapital hätten wir schon gerne. Also üblicherweise sind ja so mindestens 15, besser 20% oder 25% Eigenkapital. Und dieses Kapital bleibt ja dann mal übrig. Natürlich ist das geschmälert, weil es gibt auch Erwerbsnebenkosten. Sie müssen Grunderwerbsteuer zahlen, Sie müssen den Notar bezahlen, Sie müssen das Grundbuchamt bezahlen, eventuell auch einen Immobilienmakler. Das sind die Dinge, die das Eigenkapital schmälern. Aber wenn Sie die Immobilie gut verkaufen, dann bleibt auf jeden Fall etwas übrig nach Abzug der Fremdfinanzierung. Und dann gehört allerdings dieses Übrigbleibende auch wiederum der Erbengemeinschaft. Das heißt, eine Hälfte an die Mutter, an die Witwe und die andere Hälfte verteilt auf die Kinder. Also man kann nicht sagen, so die Immobilie ist jetzt verkauft und die Kohle, die da zurückkommt, die stecke ich jetzt alles ein, es gehört alles mir. Sondern da sind die Kinder als Erben ihres Vaters mit beteiligt. Das muss man wissen. Wenn es klappt mit der Finanzierung und der länger lebende Elternteil finanziert die Immobilie durch, naja, den Kindern, also es gibt da keine Verbindung, dass man sagt, ja, ich habe ja jetzt die Immobilie ganz alleine bezahlt, jetzt gehört alles mir. Die Kinder, wenn sie geerbt haben, stehen sie zu jeweils ein Viertel beziehungsweise jeweils ein Achtel im Grundbuch. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die da in irgendeiner Form sich an der Tilgung beteiligt haben. Man kann das dann in irgendeiner Form innerhalb der Familie regeln, dass man dann sagt, naja, also ihr habt jetzt hier ein Achtel des Hauses von eurem vor 20 Jahren verstorbenen Vater, aber ich habe die ganze Zeit als Mutter für die Tilgung gesorgt. Seid ihr nicht der Meinung, ihr solltet das ausgleichen? Aber die müssen das nicht. Also man muss das trennen, das Eigentum steht im Grundbuch und wie sich das finanziert, ist eine ganz andere Kiste. Also derjenige, der das Darlehen aufgenommen hat, schuldet Zins und Tilgung und das sind nun mal nicht die Kinder. Die Bank wird nicht zu den Kindern kommen und sagen, so, ihr müsst jetzt runter von der Schule und in die Arbeit gehen, damit ihr die Schulden eures verstorbenen Vaters zurückzahlen kann. Das wird nicht passieren. Wie man das dann mit einer Kompensation für denjenigen Elternteil, der schafft, die Immobilie zu finanzieren, macht, ist eine andere Frage. Aber ich wiederhole nochmal mein Eingangsstatement. Lassen Sie es nicht zu einer solchen Situation kommen. Sorgen Sie vor mit einer Risikolebensversicherung und stellen Sie sicher, dass im Falle des Falles der länger lebende Ehegatte, kann ja auch der Mann sein, wenn die Frau verunglückt oder schwer krank wird plötzlich, auf jeden Fall sollte der länger lebende Ehegatte schuldenfrei sein, in dem Fall des Falles
eben eine Risikolebensversicherung eintritt. Dass das bei Ihnen so funktioniert, das wünsche ich Ihnen. Und wenn Sie jetzt eine Versicherungsphobie haben und partout keine Versicherung machen wollen, oder es gibt ja auch gesundheitliche Gründe, weswegen man nicht versichert werden kann, dann sollten Sie auf jeden Fall ein Testament machen und diese Fragen regeln und möglicherweise sogar Testamentsvollstreckungen anordnen. Denn gerade auch wenn eine Ehe nicht so toll läuft und man dann sagt, ja, wenn ich nicht mehr da bin, dann kommt vielleicht der Nachfolger und dann meine Frau hat dann einen neuen Partner, 2-3 Jahre nach meinem Tod. Und was ist dann aus meinen Kindern? Genau diese Fragen sind idealerweise durch Testamentsvollstreckung abzusichern, indem man eine Dauervollstreckung anordnet bis zur Volljährigkeit der Kinder. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da keinen Bedarf für haben, aber ich wollte es nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Für mich war es das heute. Schönen Dank, dass Sie bis hierher zugeschaut haben. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, Freitagnachmittag auf diesem Kanal.